Stoßen wir nochmal zuerst auf den harten Dagger. Tag. Zum Wohl. Zum Wohl, Salut. Stefan. Zum Wohl, auf Helmut. Eine schöne Aufführung. Zum Wohl. Zum Wohl, Helmut. Zum Wohl in den Haushalten. In den Haushalten? Ist ein doppelt, nicht? Ich bin ja gestern wirklich mit dem Stock aufs iPad, gell? Du schon. Ja, ich habe noch nicht geschaut und habe mir gedacht. Um Gottes Willen. Ich denke, das wäre knapp. Das wäre brutal gewesen. Ja. Was, Display wäre einfach zerbrochen. Die ganzen Daten wären als Flüssigkeit rausgekommen. Und Emilio hätte was. Und Emilio hätte gesagt, jetzt sind wir zwei. Jetzt ist aus. Die Daten wären quasi als flüssiges, amorphe Masse, hätte die Ukulele sich nochmal kurz manifestiert. Ich warte auf das, bis es wirklich holographische Computer gibt. Du, es gibt schon. Mir hat der Gernot Kulis gesehen. Das hast du mir doch eh erzählt. Der hat in Amsterdam hat der eine Show angeschaut, Show, ja. Wo einen mit sich selber gespielt hat. Oh. Also der hat im Prinzip einen Teil ist aufgezeichnet gewesen. Ja, das ist unglaublich. Und einen Teil hat er live gespielt und es sei für die Leute so gut wie nicht zum Unterscheiden, welcher echt ist und welcher falsch. Ist ja furchtbar. Nein, ist ja irre. Da kannst du natürlich tolle, da kannst du tolle Sachen machen. Ja klar, aber nur das ist schon spannend. Also in echt natürlich gerne nicht, oder? Also was will man? Also also wie soll ich das sagen? Ja. Ja, du kannst ihm nicht Handschütteln und so. Nein, das ist schon klar. Aber trotzdem, du das siehst ja bei den ganzen Film jetzt, oder? Sau glaubt sich einfach viel schnell beschissen. kann ja nichts passieren. Nee. Ma, schade ist, dass der Gier macht blind Schmäh aus ist, gell? Der ist eigentlich schade. Ja, der ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Aber der bauen wir wieder irgendwie. Wo wäre der gekommen? Der wäre gekommen, dass wir irgendwo stritten und. Ah ja. Und du siehst da, er schaut nur aufs Geld. Der wäre gekommen bei der Nummer. Okay. Schöne Aufführung. Schöne Aufführung. Was war denn das für eine Nummer? Da ist noch wieder gegangen. Gier macht blind und dann. Das ist eine Nummer, die wir auch gestrichen haben, dann, oder? Boah, ich könnte das nicht einmal mehr sagen. Nein, ich glaube, es ist nur eine Einleitung gewesen. Gier macht blind. Ich glaube, es ist nur eine Einleitung gewesen. Es ist keine ganze Nummer gewesen, glaube ich. Hast du gesagt, dann musst du dir mal eine Nummer anstrengen? Oder den hast du eh schon? Ja, es wäre doch. Kannst du nicht sagen? Das gibt's gar nicht. Ja. Ja, aber das war schön. Ja, aber mehr als sonst noch genug lustige Sachen drin. So ist es ja nicht. Ja, wie hat der Hemingway gesehen? Ein Schriftsteller muss seine Kinder töten können. Sonst, ja. Also seine literarischen Kinder, klar. Du zitierst jetzt schon James Joyce. Nein. Alle zitieren sie diesen James Joyce. Mein Gott. Nein. Alle zitieren sie den James Joyce und den, wie heißt der andere? Wähler. Ja, es gibt noch so einen. Der Alfred Döblin. Musil und mögen sie auch und alle und der Camus und alle mögen sie. Darum ist er gern. Hast du auch gehört von dem Film, von der Doku, wo jetzt so eine Frau gemacht hat, die am Schluss jetzt allen der Drittletschka besucht hat? Nein. Und als Videokamera mitlaufen lassen hat? Nein. Also ich glaube, sie hat ihn nicht nur besucht, aber sie hat ihn auch besucht. Ja gut, er muss ein Wilder gewesen sein. Ich glaube, er hat ziemlich, jetzt nur so ein Wilder. Ziemlich Gas gegeben. Ja, und wir. Und Frauen, glaube ich, behandelt wir. Der Alfred. Aber ich glaube, das sind sowieso die spannendsten Männer oft für Frauen. Maler und... Die so alles in sich tragen. Also so den netten... Dämon. Den netten bis Dämon. Ja. Also Tier bis Verständnisvollen. Siehst du. Als dabei muss sie, ja. Eine leichte Angst auch. Ja. Du meinst da dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ja, so ich weiß, ich weiß nicht, ob es alle Frauen zustimmen. So hätte ich es jetzt nicht gesagt. Aber nein, ich glaube, das muss man auch nicht zugeben. Also das sind ja teilweise auch geheime, wie soll ich sagen? Also das täte wahrscheinlich... Unterbewusste. Ja, das täte auch niemand Wünsche zu, und Sehnsüchte. Dass er sieht, jetzt so einen Bruchi. Ja. Das geht man vielleicht mit 80 dann einmal zu, rückblickend, dass man sagt, mal eigentlich hat mich das all super duckt. Klar, als dabei war. Du, es wäre Viertel vor fast. Gut, dann... Sollen wir offiziell werden? Werden wir offiziell. Einen schönen guten Abend. Da aus der...
Kulturbühne am Bach, aus der Garderobe vom Stefan Vögel und dem George Nussbaumer. Noch haben wir keine getrennten Garderoben. Das liegt unter anderem daran, weil wir für euch immer ab 7:45 online gehen mit einem Livestream aus unserer Garderobe. Jeden Tag, wenn wir Aufführung haben. Morgen zum Beispiel haben wir eine andere Aufführung, keine offizielle, und darum werden wir uns morgen nicht sehen. Aber heute sind wir für euch da. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Der Stefan Vögel hat wieder ein Thema ausgesucht, von dem ich nichts weiß. Ja, ja, du weißt es zwar nicht, aber du hättest es ahnen können. Also heute ist natürlich... Aber nicht. Doch, heute ist natürlich große Einführung des neuen Landeshauptmanns natürlich gesehen, großer Festakt. Mhm. Aber das Thema ist nicht der neue Landeshauptmann, sondern das Thema ist, was reizt die Leute der Politik? Das ist das, was ich mich immer noch frage. Ich habe jetzt relativ viele Interviews mit Politikern auch schon gemacht und viele Gespräche geführt. Und ich finde nicht, außer was schön an dem Job ist. Ich finde es bis heute nicht. Und ich, vielleicht kannst du mir dort helfen. Also mal meine These. Wenn Geld machen willst, bist du im falschen Job. Es ist jetzt nicht, es ist nicht ein Job, wo du unglaublich viel Geld machen kannst. Pension kriegst du schon. Ja, ja, aber es ist jetzt nicht, wenn du jetzt reich werden willst, ist es der falsche Job. Also wenn du Bundeskanzler bist. Ja, aber reich, weißt du, jetzt starreich, den machst du. Starreich? Ja, den. Nein, den. Also sind sie sicher nicht unter der Reichsten, oder? Zu Österreich. Ja. So, ja. Du hast keine Zeit. Du stehst im Rampenlicht. Also ich kenne viele, die im Landtag hocken und sagen, dort hätten sie die tollsten Bücher gelesen. Also. Ehrlich war? Ja, sicher. Sag ein paar Nehmer. Nein, das kann ich nicht. Nein, aber wirklich, also wenn du dich nicht engagierst, kannst du dort wunderbar, wenn du mal im Landtag drin bist, ehrlich? Dann kannst du wunderbar deine Zeit. Habe ich noch was falsch gemacht? Kannst du irgendwie verschiedene Manuskripte und drunter. Also das geht schon. Echt? Also immer unter der Voraussetzung, du bist nicht engagiert, oder? Okay. Und du kannst ja als Politiker am weitesten, wenn du eigentlich immer so gelöscht. Okay. Witter, du bist in der öffentlichen, du bist in der Gunst von der Leute eigentlich als Berufskaste sau weit tunen, oder? Gegen den anderen Jobs. Also das ist jetzt nicht so, dass. Immer noch höher wird Lehrer, glaube ich. Ja, da nimm jetzt nicht Lehrer als Maßstab. Aber es ist jetzt, also von dem her so kein Traumjob. Okay, du hast ein bisschen Scheinwerferlicht, das ist sicher für viele spannend. Aber was jetzt mir am meisten nervt, wie soll ich sagen, wenn du dir ein Ziel setzt, dass du das Ziel wirklich, dass du dort ankommst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein. Also zumindest, dass du dort ankommst, wo du ane hast wollen. Also, was ist das Spannende an dem Job? Sagen wir das. Also, wie gesagt, nur meine Theorie. Also zuerst glaube ich mal, dass ganz viele Leute in diese Politikergeschichte ein bisschen reinwachsen. Also dass so eine Traditionsgeschichte ist. Der Papa hat es schon gemacht oder eventuell der Großvater. Also es gibt so Politiker oder politische Familien. Und dann engagierst du dich halt als Jugendlicher oder als Student, dann engagierst du dich in einer Studentenvereinigung. Aber jetzt blöd gefragt, ist das Ritus oder ist das eine Berufung und ist das quasi edel? Oder ist es einfach, es ist als wie andere Fußballen, weil der Vater schon geshootet hat? Es ist jetzt sicher etwas dabei. Das nächste ist, No Names gibt es ja eigentlich erst sitz andere Parteien gibt wie FPÖ oder BZÖ. Vorher sind, da hat man genau gewusst, das ist der Bub von dem und der Vater hat auch schon was bewirkt in der Politik und so weiter. Also das wird schon ein bisschen weitergehen und ist ein bisschen Ritus, ist ein bisschen Tradition. Und dann kommt dazu, dass ich glaube, dass es ein paar Studenten gibt, die sich politisch engagieren und wirklich meinen, da kann man Ideale haben und sagen, da kann man was bewirken. Und dann ist halt die Frage, wie machtgierig sind sie und wie schwach ist ihr Rückgrat? Ja, aber hast du jetzt so viel Macht? Also ich habe nie das Gefühl, dass jetzt dir unglaublich viel also Macht kann man, erstens kann man Macht auch simulieren. Also wenn du so in einer Partei bist und du hast einmal eine tolle flammende Rede gehalten und dann klopfen die Parteigenossen auf die Schulter und sagen, okay. Das ist ja auch schon so eine Art Befriedigung von einer gewissen, von was Geld, von ein bisschen Macht. Und dann drohst du halt alle wieder rauf. Und ich glaube, irgendwann, also mit mir ging das sowieso nicht. Ich wäre so schnell verzürnt, ich tät so schnell sagen, ihr könnt mich alle mal. Aber die sagen das halt nicht, sondern die sagen, meine Zeit kommt noch und da blieb ich und da tue ich. Für mich ist es genauso unverständlich wie für die, aber ich kenne Politiker auf Gemeindeebene, Bürgermeister, die wirklich sagen, es ist wichtig, dass man sich politisch engagiert und sie haben schon das Gefühl, sie können was bewegen und sie finden das spannend und
ich kann es nicht ganz nachvollziehen, nicht so sehr mit einer Tolle, aber ja, ist so. Ja, ja. Und den kommt natürlich auch etwas noch dazu. Ich glaube, heutzutage stelle ich so ein bisschen fest, ist ja nicht der Ruf gerne nochmal so wichtig. Hauptsache man redet über sie. Also früher war das irgendwie, heute lassen sie sich auch zusammenschimpfen und das passt immer noch und dann können sie sagen, und was ich viel mehr beeindruckender finde, sind diese Politikerfloskeln. Also wenn sie den einer sagt, und warum haben sie diese Abschiebungen veranlasst und der Politiker sagt, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage. Und du denkst, der ist überhaupt nicht dankbar für diese Frage, den geht das völlig an. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Ihnen geredet habe, so im Interview, dass das automatisch kommt. Also das ist nicht einmal mehr etwas, wo Sie, glaube ich, groß nachdenken. Das sind Sie so gewöhnt, dass immer wenn ein Punkt da ist, wo man sie festhalten kann oder wo man sie festmachen kann, gleiten sie eigentlich in ein ziemlich nichtssagendes Ding ab. Also ich meine, es gibt einfach ein Parkett, wie sie der Musik auch gewisse, oder du kennst ja das von der Theaterbranche, oder gibt es auch eine gewisse Wortwahl, hat am Text herummoniert, hat am Text herumgenörgelt. Und genauso gibt es in der Politikergeschichte, gibt es eine Sprache, wo man einfach was, so redet man dort. Und solange eine charismatische Person daherkommt, die das in der Lage ist zu ändern, wird das so bleiben. Also ich meine, was ich viel wahnsinniger finde, ist die Umgangskultur, die sie miteinander haben. Ich meine, eine Lehrerin in der Schule erklärt, man soll einander nicht ins Wort fallen, man soll einander nicht drehreden, und wenn die Politikerdiskussion wobei, die benehmen sich wie die Letzten. Wobei, das ist interessant, das habe ich den Markus Waldner ja gefragt, oder? Und zwar gibt es eine Art, also wie soll ich sagen, das ist ja so witzig, teilweise siehst du, wie sie im Parlament aufeinander zwischenrufen. Wie sie aufeinander reindreschen und wie sie tun. Und kurze Zeit später siehst du, wie sie zusammen im Gang miteinander lachen und eigentlich das Geräusch festhauen. Und meine Frage war quasi, gibt es so etwas wie für den Zuschauer inszenierte Aggression? Und das gibt es. Also das haben sie mal gesehen. Das ist ganz klar, weil du willst deine Wählerschicht hinter dir bringen und musst das quasi machen. Wenn ich jetzt böse werde, hätte ich also nochmal ein Indiz für eine Verlogenheit in der Politik, oder? Ja. In dem Fall schon. Also einfach, und zwar ein ganz bewusst eingesetztes, das ist ja das Nächste. Ja. Nochmal ein Indiz für die Verlogenheit in der Politik, wo man einfach sagen muss, die inszenieren quasi für den Wähler. Vielleicht sind ja Parteien und Politiker nichts anderes als wir völlig politisch korrekte und abgemilderte Gladiatorenkämpfe. Früher hätten wir halt noch gesagt, hätten wir Wrestling oder hätte ich irgendwie, ich weiß es auch nicht. Und jetzt machen sie es halt so, aber wenn man davon ausgeht, dass die Leute eigentlich so ein bisschen Vorbildfunktion haben sollten, dann ist die Sonne tief gesunken. Also. Aber blöd gefragt, muss vielleicht eine Politik sogar so sein? Also kann sie überhaupt anders sein? Es muss alles so sein, wenn man es lang genug macht. Dann ist man das so gewöhnt und dann muss das so sein. Also könnte ich dir jetzt ein Beispiel nennen. Früher hat es nach jedem Werbespot im Fernsehen einfach noch 3 Sekunden Pause gegeben. Jetzt kommt die Werbung quasi ineinander über und jeder, der das jetzt sieht und gewöhnt ist, wird sagen, das muss so sein. Ja. Also ich glaube, Politik muss überhaupt nicht so sein. Es gäbe eine ganz andere Ebene, wenn man miteinander umgeht. Und warum gibt es die nirgends? Blöde Frage. Es ist so, wie du vorher gesehen hast, oder? Also Musiker haben untereinander Sprache, Schauspieler haben eine Sprache und die ist eigentlich relativ lang schon gleich. Und auch die Politik hat so eine Sprache. Also ist meine Frage, gehört es nicht so? Muss es nicht so sein? Also eine Art wie, ist das nicht, wie das Biotop einfach ist? Nein, ich glaube, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Medien und Politik und ich glaube, dass sich die gegenseitig auch alle ein bisschen aufhetzen. Also die Medien wollen die Politiker hetzen und die Politiker wollen die Medien sich zunutze machen und da gibt es ein ständiges Hin und Her, wer traut sich mehr. Das ist zum Beispiel eine völlig neue Variante, dass sich Politiker Medien Züge ausrichten und Medien da mitspielen.
Medien, statt dass Medien eigentlich sagen, wir sind ja eigentlich Pöttl, oder? Aber nichts, das ist einfach. Aber es ist ganz ein klares Zeichen, wenn du etwas über die Medien ausdrucken lässt. Ja, natürlich, ich kann also nicht nur reden. Vor allem mache ich es gleich relativ bindend, wenn ich es über die Medien ausrichten lasse. Ja, ja. Weil ich kann es auch nur mal rücknehmen. Richtig. Ja. Zumindest, wenn ich es zurücknehme, können die anderen immer noch angefressen sein und sagen. Haben Sie die schon einmal gefragt? Wegen irgendeinem Amt? Mich hätte mir bald einmal vorgeschlagen im Pfarrgemeinderat, ja. Nein, ich war das nicht. Ich war das nicht Kirli. Du, ihr Kirli ist Gremium. Bist du überhaupt nicht ein Kirche? Nein. Nein, oder? Nein. Ja, ich auch nicht. Nein, also drum frage ich. Nein, das war es schon noch. Also dort wärst du auch wieder gewesen. Nein, ist jetzt wurscht. Ist jetzt wurscht. Das ist ein Thema, das du nicht gerne hast. Nein, gell? Ist jetzt wurscht. Ja, Religion. Kann ich dir viel erzählen. Das nächste Thema wird Religion. Ich bin nein, Iman, haben Sie nie gefragt, was Sie? Nein. Ich habe so ein klares politisches Zeichen gesetzt, ich, Gott sei Dank früh genug. Als Musiker wirst du natürlich mit Politik immer wieder konfrontiert, weil Parteien haben Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen, wo sie natürlich nicht nur ihre Reden allein griffen, nicht so, also sie hätten gerne immer noch ein sogenanntes Rahmenprogramm und da taugt natürlich nichts Besseres wie Musik. Und dort habe ich aber dann Gott sei Dank früh genug, nachdem ich quasi von einer Partei missbraucht worden bin oder von deren Wahl Helfern, habe ich ganz klar deklariert, ich bin für keine politische Veranstaltung zu haben. Mhm. Und wenn ich für keine politische Veranstaltung zu haben bin, dann natürlich auch nicht als in irgendeiner politischen Funktion. Also reizt dir, tät ja nicht reizen, wirklich. Wenn dir jetzt jemand fragt. Also es tät mich reizen, mich in einer tollen Gruppe für irgendetwas zu engagieren. Also weißt du, ich finde das ganz toll, diese Bürgerinitiativen, die es da gibt. Aber sobald das irgendwie anfangen tät oder ausarten tät in Funktionen, du bist jetzt quasi das, dann vorbei. Also auf keinen Fall. Die? Überhaupt nicht. Nicht, gell? Nein, kannst du mich ärgern. Also einerseits finde ich so blöd, weil also wie soll ich sagen, ich finde es irgendwie tragisch, dass kaum jemand auf den ich viel halt oder sieht, dass er das machen will. Und das ist eigentlich ein bisschen tragisch, oder? Also, ja, aber dort muss man also ich will jetzt nicht sagen, mir überlassen das Feld ja, da voll wahnsinnig. Aber dort muss man sich natürlich schaffen. Also das liegt schon auch am Ruf und ein bisschen an der Resignation. Also ich kenn ganz viele Leute, die sich politisch engagiert haben und denen ich so abgekauft habe, dass sie sich politisch engagieren. Aber die sind alle, wenn sie erklären, Rückgrat gehabt haben, irgendwann enttäuscht aus dieser Geschichte hervorgegangen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ist Politik nicht so? Also nicht muss sie anders sein oder können sie anders sein, sondern ist sie nicht so? Ja, dann ist sie so. Ja, aber lustig ist, es ist überall so. Das kannst du hören, wo du willst. Es werden dir alle sagen. Es werden der Amis genau das Gleiche sagen. Es werden der Engländer genau das Gleiche sagen. Naja, bei den Amis ist es schon ein bisschen anders, weil bei den Amis sind einfach Privatspenden. Also da darfst du für die bei den Amis ist es wirklich Geld, oder? Also bei den Amis darfst du ja auch Geld sammeln und für jemanden, auf den du stehst und kannst ihn irgendwie. Also das ist zum Beispiel noch absurder, oder? Also es kann jemand, der kein Geld hat, gerne amerikanischer Präsident werden, oder? Ja, also, lass uns abschließen. Wir sind für kein politisches Amt, glaube ich, zum Ruhen. Ich möchte vielleicht zum Abschluss sagen, wie der Gerhard Polt einmal gesagt hat, als Politiker braucht man eine Leber wie ein Löschblatt. Da musste mein Sohn passen. Ja. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt auf die Bühne, nützt nichts. Wir müssen raus, weil sonst haben wir eine politische Krise da draußen. Sonst sind sie traurig. Wir sehen uns. Sind alle abgeholt. Ich frage gerade der Helmut, ob man alle Karte abgeholt hat. Ich hoffe doch. Wir sehen uns. Aber das heißt, wir werden eher pünktlich sehen. Ja, passiert. Wir sehen uns morgen nicht, aber übermorgen am Freitag sind wir wieder live um 7:45 für euch da. Machen's gut. Ciao miteinander. Schönen Abend. Ja, Helmut, wir sind fertig. Du kannst uns ausschalten.